Grüne, in eine Sommerfrische. Ja, und auch die drei Schwestern Heckendorf von der Berliner Brauerei Heckendorf stehen gestiefelt und gespornt auf dem Perron, um der sommerlichen Hitze der Hauptstadt zu entfliehen. Aber wo soll es denn hingehen? Na, vielleicht an der Ostsee, nach Heringsdorf, oder vielleicht nach Karlsbad, zur Tour, oder nach Venedig oder Wien? Nö, es geht nach Neuruppin. Ja, nach Neuruppin, dort haben die Mädels nämlich ein kleines Sommerhäuschen. Und das schon seit über 4 Jahrzehnten, was damit besagt, dass die Mädels doch auch nicht mehr so ganz taufrisch sind. Ja. Ja, Charlotte Heckendorf, die Älteste, die hat einen leidenschaftlichen Hang zum Biertrinken, also beruflich schon gesagt. Cecilie, die Mittlere, die hat einen ungeheuren Hang für alles Militärische. Die ist gespielt von Bettina Schöniger, die Charlotte wird gespielt von Maria Mallet. Und dann haben wir noch unser Nesthäkchen, die auch trotz ihres fortgeschrittenen Alters noch einen Hang zu allen Hübschen hat. Und die wird koloriert, also ich meine mit einer wunderbaren Koloratur versehen, von Kammersängerin Brigitte Eisenfeld von der Deutschen Staatsoper Berlin. Ja, nun bleibe in diesem Kreis nur noch ich. Heinz Behrens, ich spiele den Kammerdinger Rudolf, der also wirklich viel gequältes, schlecht bezahltes Faktotum ist, der nur noch einen Wunsch hat, sein Leben mit einer Weltreise zu krönen. Ja, aber dazu braucht es Moneten. Wie soll er an die rankommen? Und das nur auch noch in diesem Sommer, wo Charlotte ihm alle Küchenarbeiten für die erkrankte Köchin übertragen hat. Na, das wird ein Genuss. Ja. Ein Genuss, meine Damen und Herren, wird es sicherlich dafür, denn am Klavier sitzt Frau Ferner-Bertha Schieke und den Kontrabass bearbeitet Walter Klier. Jetzt bleibt mir nichts weiter übrig, als Ihnen erstmal einen guten Appetit zu wünschen und dann ein Mordsvergnügen. Dankeschön. Warum willst du wieder fortlaufen? Ich war schon beim Mann in Rom.
Meine Füße versanken im Gras und am Waldrand war erregt zu sehen am hellen Dorte. Sprich Hochdeutsch, Clementine. Ich war ein Fehler, dass ich unser Vater im Sanktionat nach Dresden gegeben habe. Es heißt, am Waldrand war ein Reh zu sehen, am hellen Tag. Am hellen Tag. Und hier meine Puppen. Oh. Ich habe sie letztes Jahr im Pavillon liegen lassen. Sind sie nicht schön? Die habe ich vergessen. Solang ich dien. Solang ich dien dem Vaterland als Offizier zur Werde. Kein Fräulein hab ich je gekannt, das ich so sehr verehrt. Sie sind so schön nach dem Modell, ich lieg zu ihnen Füße. Hörte mich doch auf, da stell ich mir ja noch für Füße, ja will gerne dafür Füße. Ja, die Liebe kostet schön. Wollte mit mir nach Neapel durchbrennen. Ja, sie hatte euch selbst. Immer wieder musste ich ihr erzählen, wie im Golf von Neapel die Sonne untergeht. Glutrot hinter einer goldgeäderten Wolke. Das habe ich euch allen erzählt. Das war meine Landschaftsnummer. Hat selbst dir, Cecilie, gefallen, trotz deiner Affekte für Dragonerhengste? Was? Nehmen Sie sich heraus, mich zu duzen! Clementine, ist es wahr, was er sagt? Kein Wort!
Aber du. Du traust es mir zu, Charlotte, sie traut es mir zu. Ich traue hier jedem alles zu. Und dieser bedauernswerten Kreatur von einem Wiener traue ich einen Anfall von Irrsinn zu. Eine Trübung der Denk- und Urteilskraft, die von einer gestauten Fantasie herrührt. Und du hast mich gebissen, Charlotte. 20 Jahre lang hast du mich gebissen. Sie sind ein Schwein. Ich gebe zu, dass es zu Beginn ein Spaß war. Es war eine Stunde so wie jetzt. Wo, wie man Charlotte sagt, die Natur merkt. Ja. Später allerdings war ich auf solche Nachmittage vorbereitet. Verbrecher, hör auf geheult, Kinder! Ich wurde überrumpelt und kam mehr zu mir, als ich mit leerem Hirn Kaffee kochte. Tja, Cecilie, du fielst kalkuliert. Clementinchen, du auch. Entsetzlich. Verlassen Sie dieses Zimmer, Rudolf. Aus einfachem Hause kommend empfand ich den Stolz des Aufsteigers. Die Fäden liefen durch meine Hand. Britenanschau von Bier agieren. Personalfragen, Reisetermin. Nach Haus mein Diener war ich mehr Teierer. Ein Heckendorf-Teierer. Ich, Rudolf Moosdenger, ein potenzieller Entdecker ferner Erdteile, wie Rotes Meer, Totes Meer, Indien, das dahinter kommt. Aber ich vergaß darüber, was Männerleben ausmacht. Abenteuer, Ruhm, Einsamkeit. Bitter, bitter, bitter. Denn mit dem Alter wurde auch das Vergnügen. Und das wiederum mal drei, das kann das stärker sein. Denn auch das Seelische muss man berücksichtigen. Abends intim, morgens förmlich und zum Schluss ohne Hilfe für großes Gepäck und dann weiter in der Küche, Herr Ober. Wenn Sie nochmal kommen, höre ich auf. Dennoch, ich hätte geschwiegen. Ich hätte mich damit abgefunden, wenn man mich abgefunden hätte, wie es mir versprochen worden ist in den Zeiten eiserner Muskeln. Denn jede von euch hat mir eine kleine Erbschaft ausgesetzt, ihr alle drei. Jetzt seht ihr mich wanken und denkt, ihr könnt sparen. Selbst auf solchen Undank war ich vorbereitet, aber nicht auf Gift. Gift? Was soll das heißen, Rudolf? Rattengift, genau gesagt Arsen. Ich hatte es aus der Apotheke Neuropil mitzubringen, ein kleines braunes Fläschchen. Für die Ratten! Ratten sind nicht da, habe ich mir zu bemerken erlaubt. Ihr habt es in den Likör geschüttet, der nur für mich da. Hier steht er. Hier ist es drin. Lüge! 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 Ihr wolltet mich umbringen. Alle drei. Lüge! Es ist eine Lüge, ohne jedes Beispiel zu behaupten, dass eine Heckendorf ihn in einem Nichts etwas Unbekömmliches in den Likör streuen könnte. Noch dazu in den Likör, den wir seit Jahren als Zeichen unserer Großzügigkeit nur für Sie im Hause behalten. Sie werden davon keinen Schluck mehr trinken. Nein. Los, nimm die Karaffe weg. Nimm die Karaffe und nimm das Glas. Ja, das ist da. Das Beweismittel sollte sein. Der Likör gehört Ihnen ja gar nicht. Wem denn? Na, dann trink doch mal ein Schlückchen. Nein, Alkohol, sie ist die Minderjährige. Du, nimm in der Tat weg. Versperren Sie den Weg. Halt, ein Schritt auf mich zu. Und ich bin auf dem Weg zur Polizeirat Neuropin, das Glas in der Hand. Halt! Halt, Rudolf. Beruhigen Sie sich doch bitte. Man wird ja selber ganz aufgeregt. Wir sind doch schließlich eine große Familie. All die Dinge, über die wir hier sprechen, die müssen doch nicht an der finanziellen Seite scheitern. Ach, das hört sich gut an. Welche Summen haben die Damen denn im Auge? Naja, aber darüber lässt sich doch reden, nicht wahr? Also, wie viel für einen nicht gemeldeten Mord? Das ist ein sehr hässliches Wort. Lieber Rudolf, treffen wir uns doch an wieder. Ja. Wie ist dieser unschöne Auftritt überhaupt entstanden? Man kommt ins Reden, ein Wort gibt das andere. Bedauerlich, aber reparabel, wie ich hoffe. Ich erlaube mir da gewisse Zweifel zu hegen. Gib dir keine Mühe, Cecilie, es ist kein Gift drin. Na nun, was? Bitte?
Meine Damen, ich habe mir erlaubt, aus Neuruppin kein Arsen mitzunehmen. Sondern? Puderzucker. In dem kleinen braunen Fläschchen war Puderzucker. Im Medikamentenschrank war kein Arsen. Euer Attentat beruht auf Puderzucker. Moment, welches Attentat, wie für uns verschämtes Subjekt? Mitternacht, Kerzenschein, und was schüttet man in den Likör? Und was ist dann drin im Likör? Puderzucker. Ja. Und kein Arsen. Nein. Und wenn es kein Arsen gibt, dann ist es nicht die Spur einer Tat. Und wenn es keine Spur gibt, wenn dieser Mensch, dessen Namen ich nicht mehr nennen werde, nicht mehr sein kläglicher Verläufer aus der Presse hinaus, Rudolf! Wollten wir nicht über das Finanzielle reden? Cecilie, ich frage dich, nur um es aus der Welt zu schaffen. Hattest du jemals mit dem Diener Mustänger eine andere Beziehung, als du dich für ein Fräulein Heckendorf einem Domestiken gegenüber schickst? Aber Charlotte! Clementine! Aber Charlotte, ich bin minderjährig! Ja. Der Rittmeister von Sundmann, wäre er noch anwesend, würde sie auspeitschen lassen. Oder er würde ihn im Duell erlegen. Es würde mir nicht mehr leid tun, Rudolf. Entlassen sind Sie schon, betrachten Sie sich nunmehr als enterbt. Lassen morgen den Notar kommen und ändere mein Testament. Sie haben sich verrechnet, mein Lieber. Dreck zu Dreck. Zu spät. Sie verlassen das Haus noch heute Nachmittag. Ihr Gepäck nehmen Sie mit. Zu spät. Jetzt haben Sie Gelegenheit, nach Neuruppin zu laufen. Der Tag ist noch lang. Zu spät spreche ich aus in einem umfassenderen Sinne. Morgen früh muss ich ohnehin nach Neuruppin das Amt benachrichtigen. Auch empfiehlt sich ein Brief an die Brauerei, die den schmerzlichen Fall anzeigt. Sollten wir nicht der zu erwartenden Erschütterung ins Auge sehen und das Nötigste besprechen? Wenn Sie uns noch etwas mitzuteilen haben, dann bitte. Aber komm! Es handelt sich um das bevorstehende Ableben der drei Damen. Der Fisch in dem Fisch war nicht mehr frisch, denn es war ein Fisch, der vor Wochen schon verblicht. Er hatte sich tief im Schilf versteckt und schon hunderte von Fliegen sich nicht gut geschmeckt. Schon hunderte von Fliegen sich nicht gut. Braune Fläschchen leer. Da fiel mir das Blaue wieder ein. Ich habe alles reingeschüttet. Ich weiß nur nicht, ob es sich schon aufgelöst hat. Es hat sich aufgelöst. Clementine, sag, dass es nicht wahr ist. Das sagst du nur aus Bosheit, um mir den Spaß zu verderben, wenn ich dich nicht mitnehmen wollte. Nimm es zurück, Clementine, nimm das zurück. Bitte nimm es zurück. Es war eine Idee in deinem Köpfchen, sehr niedlich tatsächlich, aber nimm es zurück. Einen Moment, bevor ihr Clementine irgendetwas zurücknimmt. Nimm es zurück, dass wir uns mit einem Fisch von zweifelhafter Herkunft vergiftet haben. Clementine, ein kleines erlösendes Wort. Erst nehmen wir es zurück. Ja, natürlich, nimm es zurück. Ja. Ich nehme das dumm von mir. Ja. Ich wollte euch ja nur erschrecken. Ja. Ja, der innere Fisch war genauso gut wie der äußere Fisch. Ja. Die waren ja wie Zwillinge. Etwas wie Lorbeer? Etwas wie Lorbeer. Dann bitte, ja. Bitte, Clementine, bitte. Dann nehme ich es auch zurück. Es ist nicht wahr. Nein. Welche Macht des Worts. Mir fällt auf, die Nacht meinen Beine sind. Ganz. Ja, warum tanzen wir denn nicht? Schließlich haben wir einen Nonnenraum. Oh. Und mit wem sollen wir jetzt zuerst tanzen, meine Liebe? Was, Rudolf? Oh, gar nicht so leicht zu entscheiden. Ich fand es übrigens wunderbar, dass Rudolf vorhin den alten Walzer gespielt hat. Oh ja, er soll ihn spielen. Noch ein einziges Mal. Ich fühle mich nicht ganz wohl im Magen. Aber ich spiele. Es ist einerseits unverantwortlich, dass Madame Schröder noch nicht hier ist, um den Küchendienst zu übernehmen. Ich habe eigentlich gar nichts gegen Rudolf. Niemand hat etwas gegen Rudolf. Und wenn es in irgendeinem Zusammenhang irgendein Wort gefallen sein sollte, so nehmen wir auch das zurück. Rudolf, das ist nicht jetzt. Nein, nehmen wir das Geld zurück. Ich habe gar nichts getan, Rudolf. Das ist nur eine Idee, Rudolf. Wir denken, es ist einfach weg. Haben wir kein Geld, können wir Rudolf keines besprochen haben. Also können wir uns keines verweigert haben. Abgesehen davon, dass Rudolf überhaupt gar kein Geld gefordert haben kann, hast du nicht immer gesagt, unser Geld steckt im Bier. Auch das
verurteilt? Bruder, was Menschen würdig Beine halten. Meine Beine sind ganz leicht. Schade, dass keine Bergwelt hier ist. Ich fühle eine Lust zu großen Besteigungen. Woher kommen denn die zwei Karaffen auf dem Tisch? Wenn zwei eben Standorten Trill, no, trill.